Hallöchen und ganz herzlich willkommen zurück im Microsoft Flight Simulator. Und in den letzten zwei Videos haben wir uns so ein bisschen angeguckt, wie wir mit SimReef einen Flugplan planen können und was in diesem Flugplan so letztendlich drinsteht. Heute möchten wir uns mal angucken, wie wir diesen SimReef-Flugplan in unser Flugzeug eingeben können. Wir gucken uns das anhand von vier Beispielen an, nämlich einmal dem Phoenix A320, dem Fly-by-Wire A320 Neo, der PMDG 737-Reihe und dem Anybuilt A310. Das Coole an all diesen Flugzeugen ist, dass sie alle mit einer SimReef-Integration kommen. Man kann also, wenn man bei SimReef seinen Flugplan geplant hat, diesen danach direkt in den Flieger reinladen und spart sich damit eine ganze Menge Arbeit. Das zeige ich euch zum einen, wie das funktioniert. Zum anderen möchte ich euch aber auch heute hauptsächlich zeigen, wie ihr diesen Flugplan von Hand eingeben könnt. Es gibt verschiedene Gründe, warum man diesen Flugplan von Hand eingeben muss. Manchmal vielleicht einfach so, um es ein bisschen zu üben. Manchmal kriegt man aber auch eine Fehlermeldung beim Flight Plan Uplink. Also auch das kann dazu führen, dass man dann Teile des Routings oder das ganze Routing von Hand eingeben muss. Oder es kann auch sein, dass jemand vielleicht gar nicht SimReef benutzt, sondern seine Flugpläne anders erstellt. Und dann möchte man ja den Flugplan vielleicht auch mal gerne von Hand eingeben. Wir hüpfen also direkt ins Cockpit und wir starten als erstes mit dem Phoenix A320. Um im Phoenix A320 die direkte SimReef-Integration nutzen zu können, müsst ihr einmal in diese externe Phoenix-App, mit der Phoenix ausgeliefert wird, und müsst hier einmal eure SimReef-ID eingeben. Diese SimReef-ID findet ihr, während ihr euren Flugplan erstellt, in dieser einen Spalte drin. Wenn ihr euch nicht mehr sicher seid, wo das war, schaut gerne nochmal in dem ersten Video vorbei, wo wir uns angeschaut haben, wie wir einen SimReef-Flugplan erstellen. Wenn wir diese ID hier eingegeben haben, dann können wir direkt wieder in den Flieger hüpfen und dort die Uplink-Funktion nutzen. Um unseren Flugplan jetzt in die MCDU hochzuladen, gehen wir einmal auf den Menüpunkt FMGC, den Flight Management and Guidance Computer. Dort checken wir einmal die Triebwerke, Database ist auch noch aktuell und dann können wir einmal hier auf die Init-Seite gehen. Und hier gibt es jetzt die Möglichkeit, einmal auf Init Request zu drücken. Damit würden wir also unseren SimReef Uplink starten und wenn wir das drücken würden, dann würde unser gesamtes Routing hochgeladen werden. Hier oben würde stehen, von wo nach wo wir fliegen und wir müssten nur noch so ein paar Informationen eingeben wie Flugnummer, Kostindex und die Reiseflughöhe. Wir wollen uns aber heute auch mal anschauen, wie wir diesen Flugplan von Hand eingeben. Das heißt, wir nutzen jetzt nicht den SimReef Uplink, sondern wir werden das Routing komplett von Hand eingeben. Wir fliegen heute von dem Flughafen München los, das ist Echo Delta Delta Mike. Dann machen wir einen Querstrich und dann geben wir unsere Destination ein. Heute ist das Hamburg Echo Delta Delta Hotel und das geben wir als erstes hier oben rechts ein. Wir geben also einmal den From Airport, an dem wir starten, ein und den To Airport, zu dem wir hinfliegen. Dann müssen wir als nächstes hier unten unsere Flugnummer eingeben. Das ist heute die Lufthansa To Alpha Charlie. Die geben wir hier ein und hier haben wir noch die Möglichkeit oben drüber unseren Alternate einzugeben. Das ist in unserem Fall heute Hannover, Echo Delta Delta Victor und das können wir hier auch noch einmal ergänzen. Der Kostindex für den heutigen Flug ist 15, den findet ihr in eurem Flugplan. Ich blende euch das auch immer direkt mit ein, dass ihr sehen könnt, wo im OFP ihr das findet. Und unsere Reiseflughöhe für den heutigen Flug ist Flight Level 360. Wenn wir möchten, können wir hier unten jetzt auch die Ground Temperature anpassen. Die findet ihr hier unten im Lower ECAM. Das lassen wir jetzt aber in unserem Fall mal und wir beschäftigen uns jetzt doch damit, wie wir unser Routing eingeben können. Dafür klicken wir hier auf die Flight Plan Page und dann seht ihr schon, hier steht automatisch der Departure und Arrival Airport drinnen. Und als erstes klicken wir hier also auf München, gehen dann dort auf Departure und in unserem Fall steht im SimReef Flugplan, wir starten vor der Runway 26 Right und zwar über die Input 1 November Departure Route. Die finden wir hier. Und wenn die hier oben ausgewählt ist, dann können wir hier auf Insert klicken und schon haben wir unsere Departure Route mit den gesamten Wegpunkten bis nach Input hier hinterlegt. Von Input aus geht dann unser normales Routing los. Das heißt, wir klicken hier einmal links neben den Wegpunkt, an dem unsere Departure-Route endet. Und je nachdem, ob wir dann einen Wegpunkt direkt eingeben wollen oder einen Airway, geben wir entweder hier den Wegpunkt ein oder wie in unserem Fall klicken wir hier auf Airway und haben jetzt hier die Möglichkeit, die Luftstraßen einzugeben, die wir nutzen wollen. In unserem Fall ist die erste Luftstraße der Airway Yankee 102. Auch dieses Routing findet ihr in eurem SimReef-Flugplan. Und dann würdet ihr hier hinten den Wegpunkt eingeben, zu dem ihr fliegt. Der Airbus ist sogar noch schlauer und zwar können wir dem Airbus einfach sagen, was unser nächster Airway ist. In unserem Fall nämlich der Airway Mike 726. Und den können wir hier einfach hinten dranhängen. Und dann erkennt der Airbus automatisch, was unsere Schnittstelle ist, an welchem Wegpunkt wir also den Yankee 102 Airway verlassen. Nämlich bei Upala. Das können wir dann auch nochmal mit dem Routing vergleichen. Passt aber in unserem Fall. Und danach gehen wir auf den Airway Mike 726. Diesem Airway Mike 726 wollen wir folgen bis zum Wegpunkt Lasto und das hängen wir jetzt hier hinten dran. Als nächstes folgt in unserem Routing ein Direct, das heißt wir klicken hier jetzt erstmal auf Insert,
geben diesen Teil der Route schon mal ein. Und jetzt haben wir hier alle Wegpunkte drin bis zum Wegpunkt Lasto. Vom Wegpunkt Lasto aus wollen wir dann weiterfliegen zum Wegpunkt Abguss. Den können wir jetzt einfach so direkt hier hinten dranhängen. Und von Abguss aus wollen wir weiterfliegen zum Wegpunkt Dirbo. Und auch den können wir ganz normal einfach hier unten eingeben. Hier unter den letzten Wegpunkt drunter hängen. Und dann seht ihr, wird der direkt mit in den Flugplan übernommen. Als nächstes folgt wieder eine Airway, das heißt wir klicken auf Insert, klicken wieder auf den letzten Wegpunkt, gehen hier auf den Airway und dann geben wir hier unseren Airway Tango 902 ein und auf diesem Airway fliegen wir weiter bis zum Wegpunkt Rarup. Klicken auf Insert und damit haben wir unser gesamtes Routing drinnen, jetzt fehlt nur noch die Arrival. In Hamburg möchten wir später gerne auf das ILS Runway 15 anfliegen und das Ganze über die Rarup 2 Delta Arrival, die finden wir hier. Dann klicken wir noch auf Approach Via. Wir möchten gerne die Transition fliegen. Das heißt, wir fliegen über den Wegpunkt Delta Hotel 457 und klicken dann hier unten auf Insert und schon haben wir unser gesamtes Routing drin. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie die Transition aussieht bei euch, guckt einfach in die Arrival-Karten rein. Die Transition ist meistens der Punkt, von dem aus ihr dann auf euer ILS geht. Damit haben wir alles Wichtige, was sonst Simbri für uns eingeben würde, hier im Phoenix A320 von Hand eingegeben. Den Rest der Eingaben in der MCDU habe ich euch ja schon ausführlich im Phoenix-Tutorial erklärt. Dann würde ich sagen, hüpfen wir als nächstes in den Fly-by-Wire A320neo. Der ist ja relativ identisch und dann gucken wir uns mal an, wie das dort funktioniert. Im Fly-by-Wire angekommen müssen wir als erstes mal ins Tablet rüber und gehen hier unten auf die Einstellungen und müssen auch hier erstmal unsere Simbri-Integration herstellen. Dafür gehen wir in den Menüpunkt Azu und können dann hier unten, genauso wie wir es beim Phoenix A320 in der externen App gemacht haben, hier unsere SimBrief-ID hinterlegen. Sobald wir das gemacht haben, können wir einmal checken, ob die SimBrief-ID funktioniert, indem wir hier auf das Fly-by-Wire-Symbol klicken und dann hier auf SimBrief-Daten importieren. Dann seht ihr, bekommen wir hier einmal unseren aktuellen Flugplan von München nach Hamburg angezeigt, bekommen auch direkt schon alle wichtigen Informationen wie Kostindex, Reiseflughöhe, Ausweichflughafen und unser Routing angezeigt. Und hier können wir dann auch direkt sehen, dass der SimBrief-Import funktioniert hat. Ansonsten würden wir hier ganz normal über FMGC wieder das gleiche machen wie eben schon im Phoenix A320, eben hier auf die Init-Seite gehen und dann auf Init-Request drücken. Damit würden wir den Flugplan von SimBrief herunterladen oder wir können wieder ganz normal das Routing von Hand eingeben. Von München nach Hamburg, Echo Delta Delta Mike nach Echo Delta Delta Hotel. Klicken dann hier einmal auf Return und könnten dann hier jetzt wieder ganz normal unsere Flugnummer eingeben. Hier auf Flight Plan gehen, unsere Departure eingeben, 26 Right, Input 1 November zum Beispiel, Insert und dann ist das Routing drin und wir könnten auch hier ganz normal einfach hier unsere Wegpunkte eingeben, unsere Airways eingeben und das funktioniert ganz genauso wie im Phoenix A320. Als nächstes gucken wir uns mal noch das ältere Airbus Modell an, das ja jetzt auch im Flugsimulator enthalten ist, nämlich den A310 und schauen mal, wie das da funktioniert. Um hier im A310 die Verbindung mit SimBrief herzustellen, können wir direkt runter in die MCDU gehen, klicken hier einmal auf das Menü und können dann hier unter ACAS unseren SimBrief Username eingeben. Ganz wichtig, den Username, hier ist nicht die ID gesucht. Das Schöne ist, auch wenn ihr auf der Xbox unterwegs seid, könnt ihr nichtsdestotrotz die SimBrief-Integration nutzen. Das heißt, ihr müsst dann halt einfach über euer Handy, Tablet, Laptop oder Computer den SimBrief-Flugplan erstellen und könnt dann in der Xbox hier euren Username hinterlegen und dann ganz normal wie am Computer auch den SimBrief-Uplink nutzen. Wenn der Username hier hinterlegt ist, dann müsst ihr einfach nur noch hier auf Request SimBrief klicken und werdet dann direkt auf die Init-Seite weitergeleitet und euer Flugplan wird dort hochgeladen. Wir wollen das jetzt aber auch hier mal von Hand machen. Und zwar klicken wir dafür hier selber auf die Init-Seite, geben hier wie im A320 auch schon einmal unseren Departure-Airport ein, in dem Fall EDDM und unseren Arrival-Airport EDDH, klicken hier einmal rechts daneben, dann wieder auf Return und schon ist das hier hinterlegt. Als nächstes haben wir hier die Möglichkeit, den Alternate einzugeben, das ist Hannover, Echo Delta Delta Victor und dann geben wir hier den Kostindex von 15 ein, die Reiseflughöhe von Flight Level 360. Und unsere Flugnummer, die Lufthansa 2 Alpha Charlie. Zusätzlich dazu müssen wir hier unten noch unseren Cruisewind eingeben, also den durchschnittlichen Wind, den wir im Reiseflug erwarten. Auch den findet ihr in eurem OFP und in unserem Fall kommt er aus 243 Grad mit 25 Knoten. Das geben wir hier unten einmal in diesem Format ein und dann wird das vom Flieger so übernommen. Wichtig, hier auch noch einmal auf Align IRS drücken, dass euer Inertial Reference System nachher weiß, wo ihr seid. Und dann können wir als nächstes hier den Flugplan eingeben. Dazu klicken wir wie im 320 auch auf die Flightplan Page, kommen dann hier auf die Übersicht, klicken auf München
dann hier auf SID und wählen die 26 Ride aus in Kombination mit der Input 1 November Departure Route. Wenn wir das haben, klicken wir hier auf Insert und dann wird das Routing ganz normal übernommen. Von Input aus möchten wir dann weiterfliegen und zwar in unserem Fall über einen Airway. Und das Schöne ist, der A310 schlägt uns direkt hier Airways vor. In dem Fall gibt es nur einen, nämlich den Airway Yankee 102. Dann können wir den auswählen und dann bekommen wir hier sämtliche Wegpunkte vorgeschlagen, die auf diesem Airway liegen. Jetzt können wir mit dem Pfeil hier unten einfach nach unten scrollen und zwar so lange, bis unser Wegpunkt kommt, an dem wir den Airway wieder verlassen wollen, nämlich hier der Wegpunkt Upala. Das wird dann also automatisch übernommen. Dann klicken wir wieder auf Upala, dann geht es von dort aus auf den nächsten Airway, der da wäre Mike 726. Manchmal dauert es einen kleinen Moment, bis er die Wegpunkte dann reingeladen hat. Auf dem Airway Mike 726 wollen wir bleiben bis zum Wegpunkt Lasto. Da ist er. Wegpunkt Lasto ist gefunden. Ihr seht, es wird automatisch direkt in den Flugplan übernommen. Wir scrollen wieder nach unten. Von Lasto aus möchten wir jetzt gerne einen direkten Nachabguss machen. Geben den Wegpunkt hier ein und können dann hier auf Next Waypoint klicken. Oder wir können es machen wie im A320. Wir geben den Wegpunkt einfach hier ein. Danach kommt der Wegpunkt Dirbo und klicken einfach einmal unten drunter. Und dann seht ihr, von Abguss wird direkt nach Dirbo geflogen. Und von Dirbo aus müssen wir dann noch einmal auf den Airway, nämlich auf den Airway Tango 902. Und auf dem bleiben wir bis zum Wegpunkt Rarup. Damit ist das En-Route Routing wieder eingegeben. Und jetzt können wir noch hier einmal auf Hamburg klicken, dann auf die Star. Wir fliegen das ILS Runway 15 über die Rarup to Delta Arrival und die Delta Hotel 457 Transition. Dann klicken wir hier noch einmal auf Insert und schon ist unser Routing, so wie wir es im 320 gewöhnt sind, hinterlegt. Wir gucken noch einmal durch, in dem Fall ist noch eine Discontinuity hier drinnen, die können wir einmal rauslöschen. Wir möchten von Dirbo gerne direkt nach Rarup fliegen, auf die Arrival und dann haben wir unser Routing vollständig von Hand eingegeben. Die weiteren Eingaben hier in der MCDU vom A310 habe ich euch ja ganz ausführlich im A310 Tutorial erklärt. Als letztes in der Reihe gucken wir uns noch an, wie das Ganze in der 737 von PMDG funktioniert. Bei der PMDG 737 gibt es eine kleine Ausnahme und zwar müssen wir da als allererstes in unseren SimBrief-Account nochmal reingehen, auf die ganz normale Briefing-Seite. Wenn wir da nach unten scrollen, können wir hier unsere Flugpläne herunterladen. Zum einen können wir das Ganze über den SimBrief-Downloader machen, das heißt, da ladet ihr einmal das Programm runter und könnt zukünftig eure Downloads dann über dieses Programm machen. Oder ihr scrollt hier ein Stückchen nach unten und dann hier bei PMDG Flight Plan einmal auf Download und hier beim PMDG Wind Uplink einmal auf Download. Diese beiden Dateien müsst ihr dann herunterladen und müsst die in die jeweiligen Directories, also die Verzeichnisse von eurem Flugsimulator, reinkopieren. Wenn ihr nicht wisst, wo dieses Verzeichnis zu finden ist, dann schaut einfach gerne mal unten in die Beschreibung rein, da habe ich euch das Ganze nochmal hinterlegt. Ansonsten mache ich persönlich das immer über den SimBrief Downloader und wenn man den ausgewählt hat, kann man einfach hier unten bei PMDG Flight Plan und PMDG Uplink einmal den Haken setzen, dann findet er auch automatisch das Verzeichnis, wo der Flieger installiert ist. Und dann muss man nur noch hier oben auf Export Selected Formats klicken. Wenn man das Ganze gemacht hat, dauert es einen kleinen Moment und dann seht ihr, wurden hier die Dateien erfolgreich hochgeladen und schon haben wir den Flugplan in der PMDG drinnen und können ihn dort hochladen. Bei der PMDG ist es nochmal wichtig dazu zu sagen, dass es nur aktuell noch keine direkte SimBrief-Integration gibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn irgendwann das Tablet hier in der 737 vorhanden ist, dass wir dann auch noch auf einfacherem Weg die SimBrief-Integration nutzen können. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir noch den Umweg über den SimBrief Downloader oder eben diese zwei Dateien gehen. Wenn wir das gemacht haben, können wir hier einmal auf die Position Init Seite und dann auf Route gehen. Und dann könnten wir hier einmal unseren Departure Airport eingeben und einmal unseren Arrival Airport eingeben. Und wenn wir dann hier auf Flight Plan Request klicken, dann finden wir hier unseren Flugplan, den wir gespeichert haben. Dann könnten wir hier auf Select klicken, könnten das Ganze hochladen. Habe ich euch auch schon ausführlich im PMDG Tutorial erklärt. Der Link zu allen Tutorials ist auch übrigens nochmal in der Infokarte verlinkt. Wir möchten uns aber ja heute auch angucken, wie wir das Ganze von Hand eingeben. Das heißt, wir müssen hier noch einmal die Flugnummer ergänzen. Das ist die Lufthansa Tour Alpha Charlie, wie bei den anderen Flügen auch schon. Und dann müssen wir als allererstes hier einmal auf Departure Arrival klicken. Auch das müssen wir nach dem SimBrief Uplink ganz normal machen. Wählen unsere Departure Runway aus, das ist die Runway 26 Right. Wählen unsere Departure Route aus, wie vorhin auch schon Input 2 November. Gehen dann wieder zurück auf die Route-Seite. Und müssen jetzt einmal auf Next Page klicken. Damit kommen wir jetzt hier in das Eingabefenster, um unser Routing einzugeben. Und ihr seht hier schon, die Input to November ist hinterlegt und die endet beim Wegpunkt Input. Von dort aus geht es auf den Airway Yankee 102. Den geben wir hier auf der linken Seite ein.
Und der Two-Way-Point, also der Punkt, zu dem wir hinfliegen, ist der Wegpunkt Upala. Und den geben wir hier auf der rechten Seite ein. Dann geht es wie vorhin auch schon über den Airway Mike 726 weiter zum Wegpunkt Lasto. Und das Schöne ist, dass wir bei der PMDG alles auf einer Seite eingeben können. Das heißt, die Directs, die jetzt hier kommen, nämlich einmal das Direct nach Abguss, können wir einfach hier auf der rechten Seite eingeben. Dann macht die PMDG oder beziehungsweise die 737 hier automatisch ein Direct draus. Und genauso können wir das auch mit dem Wegpunkt Dirbo machen. Jetzt ist unsere erste Seite voll, das macht aber gar nichts. Wir klicken einfach auf Next Page. Dann bekommen wir hier die nächste Seite, bei der wir was eingeben können. Und da geben wir jetzt noch den letzten Airway ein, Tango 902. Und der führt uns dann zum Wegpunkt Rarup. Last but not least geben wir auch hier noch einmal die Arrival ein. Und zwar das ILS Runway 15 über die Rarup to Delta Arrival und die Delta Hotel 457 Transition. Wenn wir das alles so drin haben, gehen wir auf Route, Activate und Execute und haben damit unser Routing erfolgreich hochgeladen. Eine kleine Besonderheit bei der PMDG 737 ist noch, wenn wir die Flugplandateien hochgeladen haben, dann können wir hier auf der Init-Ref-Seite auch den Performance-Init-Request machen und damit quasi die Performance-Daten auch automatisch schon aus dem Flugplan hier hochladen. In unserem Fall machen wir das jetzt aber mal von Hand. Als erstes klickt ihr einmal hier neben das Zero Fuel Weight, das habe ich jetzt schon gemacht. Dann erscheint diese Zahl, die jetzt hier oben steht, erstmal hier unten. Und um die dann hier einzugeben, klickt ihr nochmal hier drauf. In unserem Fall habe ich das jetzt schon gemacht, das kann ich also nicht noch ein zweites Mal machen, sonst würde hier Invalid Entry kommen. Als nächstes geben wir hier noch die Reserven ein, auch die findest du in deinem Flugplan. Das sind in unserem Fall heute 2,3 Tonnen. Unser Cost-Index, wie auf den anderen Flügen vorhin auch, ist 15 und unsere Reiseflughöhe Flight Level 360. Jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit, wie in anderen Flugzeugen davor auch schon, noch den Cruise Wind einzugeben. Das waren 243 Grad mit 25 Knoten. Damit können wir unserem Flieger nochmal ein bisschen genauere Informationen darüber geben, wie das Wetter dann im Reiseflug ist. Und wenn wir dann alle wichtigen Infos drin haben, in unserem Fall müssen wir die Transition Altitude noch anpassen auf 5000 Fuß. Dann drücken wir auf Execute und dann werden die ganzen Performance-Daten hochgeladen. Ihr wisst jetzt also, wie ihr in den einzelnen Flugzeugen per SimBrief euren Flugplan hochladen könnt. Ihr wisst aber auch, wenn mal was nicht funktioniert, wie ihr den Flugplan sonst von Hand eingeben könnt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn noch Fragen da sind, lasst es mich sehr gerne unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten schaut gerne auch mal auf Twitch vorbei und dann sehen wir uns ansonsten hier im nächsten Video wieder. Lasst auch gerne ein Like da, lasst ein Abo da, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfliegen und always Happy Landings!